Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich einen Experten da für Dunkelfeld und wir sprechen aber auch noch über die Chronobiologie, was unsere verschiedenen Uhrzeiten in Verbindung mit unseren Organen alles so für uns wichtige Informationen bereithalten. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist, Karl-Heinz Wickert. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Karl-Heinz, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Heute habe ich mal die Möglichkeit, bei euch im Studio zu sein. Letztes Mal war ich in der Swiss Mountain Clinic und sehr schön hier, muss ich sagen. Ja, schön. Du warst ja in der Swiss Mountain Clinic, weil du ja wirklich so die Koryphäe in dem Thema Dunkelfeldmikroskopie bist. Du hast ja schon über 50.000 Analysen gemacht. Das ist ja unfassbar. Und ich finde es so ein unglaublich spannendes Thema. Ich hatte auch die zwei Interviews, die du bereits mit Alexander abgedreht hattest, mir angeschaut. Und faszinierend wirklich, dass man über Stunden eben das Blut anschauen darf und sollte und müsste. Und dadurch, dass wir heute auf die Chronobiologie zurückgreifen möchten, bin ich schon ganz gespannt, was du da so zu erzählen hast. Also bei dem Dunkelfeld vielleicht noch mal kurz als Einführung sagen kann, es ist wichtig, dass man das Blut eben 24 Stunden anschaut, auf jeden Fall, weil man wird im Anfang, war auch bei jemand, der schon schwer krank ist, vielleicht ganz tolle Blutbilder sehen, aber das Blut verändert sich, das lebt ja unter diesem Deckglas. Deshalb muss man auch für diese Untersuchung ein größeres Deckglas nehmen, als man bei der normalen Untersuchung nimmt man so ein 14x14, hier nimmt man 24x32, dass das Blut also an einer Art Vakuum entsteht und das ist das Interessante daran. Und man kann beim Dunkelfeld eben sehr schön erkennen, ob der Körper überhaupt in der Regulation ist. Ich sage das immer so bei unseren Patienten so, wenn man, was nützt dir eine Haustürschlüssel, wenn du oben drüber eine Eigentumswohnung hast, musst du erst unten rein. Also das heißt, wir müssen erst versuchen, die Regulation wieder hinzubekommen. Und meine Lebenspartnerin, die Michaela Buskowski, die hat ja die Praxis, in der wir es zusammen machen. Und da haben wir natürlich jetzt auch gerade auch durch eure Sendung, muss ich sagen, haben sich doch einige Leute gemeldet, die sehr neugierig waren und auch sehr fasziniert waren, was man so im Dunkelfeld alles sehen kann. Das ist schon spannend auf jeden Fall. Ne? Wie bringst du das jetzt mit der Chronobiologie zusammen? Ist es, also ich habe mir auch mal erzählen lassen, jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt, dass das Blut einfach auch mit uns informationsmäßig verbunden ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel nachts 2-3 Uhr die Leber eine Schwäche hat, dass man das dann ob man das so sehen kann, kann man nicht so sagen. Aber man kann ja sagen, das hat ja schon Goethe gesagt, Blut ist ein besonderer Saft auf jeden Fall. Und das habe ich auch gesehen, dass man, ist schon ganz gut, dass man heute Sicherheitsvorsorge, dass man eben nicht das Blut über die Hände laufen lässt oder so. Als ich damals mal diese Rettungssanitäter-Sache da gehabt habe, mitgefahren bin, da haben wir also noch gar nicht so große Handschuhe gehabt. Das, dann ist Information, die, würde ich sagen, ist nicht so gut. Aber man kann natürlich, im Dunkelfeld zeigt sich eigentlich nur das ab, was gerade im Blut abläuft. Das heißt also auf dem Objektträger, weil es ja eben nur ein Vakuum ist. Es ist ja im Körper schon raus. Ob man das jetzt, das wird ja oft so interpretiert, aber ich kann nicht jetzt sagen, dass wenn der Mensch jetzt was anders macht, dann verändert sich das. Weil genau wie so ein Punkt, was immer wieder gesagt wird von den Leuten, ich habe heute zu wenig Wasser getrunken, dadurch verklumpt sich das. Das ist natürlich Blödsinn, weil diese Verklumpung entsteht ja nur dadurch, dass die Oberflächenspannung sich bei diesen roten Blutkörperchen verändert und dadurch die sich nicht mehr abstoßen, sondern eben verklumpen. Also das muss man so getrennt sehen. Und das ist auch gerade, wenn die Leute im Handy telefoniert haben vorher, dann kann es auch sein, dass sie so eine Verklumpung haben. Aber das ist eine mechanische Sache. Das heißt, das würde sich nach 6-7 Stunden auflösen. Aber wenn er einer schwer krank ist, bleibt das natürlich. Also die Chronobiologie hat, muss ich sagen, das, was wir in der Gesellschaft so ein bisschen vergessen haben. Wir haben so ein bisschen die Verbindung zur Natur vergessen. Du kennst ja eigentlich die Jahreszeiten, die wir eigentlich kennen, die laufen ja auch ab. Und wir haben den Tag- und Nachtrhythmus, der ja heute auch total verändert ist. Wir sehen ja in den Großstädten, wie bei uns auch, kommen wir aus Bochum, dass nachts die Vögel immer noch zwitschern, weil eben alles doch hell ist. Die können sich gar nicht dran gewöhnen, dass es schon Dunkelheit ist. Die ist ja nicht, gar nicht mehr da. Auf dem Land ist ja noch alles dunkel nachts. Das haben die schon gar nicht mehr. Also die haben auch den Rhythmus verloren. Aber wir haben in unserem Organismus auch einen eigenen Rhythmus. Und die Organe haben an genauere Zeiten und die halten sich auch in die Zeiten. Auch wenn wir Menschen etwas anders damit umgehen. Ne? Wir können vielleicht mal anfangen, wenn man so die Uhrzeit durchgeht, kann man sagen, so um 2 Uhr ist dann die Leberzeit. Das gibt es ja viele Leute, die das auch Patienten berichten und sagen,
Also ja, stimmt. Wir haben so einen Fragebogen und dann steht drauf, wann werden Sie nachts wach? Und dann schreiben viele Leute rein, ah ja, zwischen 1 und 2, wenn die dann so um 11 Uhr ins Bett gehen. Und dann können wir auch im Dunkelfeld sagen, guck mal, da zeigen sich gewisse Zeichen, das nennt sich so ein Leber-Vorderstau und das passt auch damit zusammen. Das heißt aber nicht, dass die Leber vielleicht krank ist, nur dass sie vielleicht sehr stark belastet ist. Mhm. Und das weiß man auch von Alkoholikern natürlich auch, dass die auch nachts rumlaufen, weil die Leber so aktiv ist und sie wach hält. Weil im Grunde, wenn wir nachts schlafen, also wir uns zu Bett gehen, dann fängt der Körper erstmal zu arbeiten an. Das ist uns, ich glaube, was uns so fehlt heute in der Gesellschaft, ist diese Achtung vor der Schöpfung. Mhm. Die ist so verloren gegangen. Wenn ich das so höre, wie die Leute auch Raubbau mit ihrem Körper treiben. Ne? Man muss ja keinen Ismus machen. Ich mache da auch keine Religion raus. Aber das ist ganz wichtig, dass man diese Systeme versteht. Und ich meine, wenn man weiß, was die Organe machen, dann kann man sich ein bisschen darauf einrichten. Und das wird man jetzt auch, wenn ich nochmal auf die Krankheiten später zurückkomme, da wird man sehen, wie wichtig diese Zeit ist. Also 2 Uhr ist die Leberzeit. Oder man kann auch sagen, hat auch was mit der Galle zu tun. Das heißt, Leute, die vielleicht um 2 Uhr starke Oberbauchbeschwerden haben, das habe ich früher im Notdienst gesehen, da ist es häufig so, dass sie einen Gallenstein haben. Das heißt, die Leber wird aktiviert, die Galle aktiviert sich und dadurch machen sich diese Steine bemerkbar. Mhm. Und dann ist es so, um 3 Uhr haben wir die Tiefschlafphase. Das ist auch da, muss man sagen, das wissen die Einbrecher auch, da wird am meisten eingebrochen, weil die Leute in dieser Tiefschlafphase natürlich eben nicht hören, wenn es irgendwie eingebrochen wird. Aber es ist auch gleichzeitig die Phase, wo der Körper echt in die Ruhe ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn viele Menschen natürlich, sagen wir, die jetzt aus privaten Gründen nachts durchfeiern, dann kommen sie nicht, wenn sie diese Tiefschlafphase nicht erreichen, weil sie vielleicht nur feiern oder dann haben sie ein Problem, weil dann kann der Körper sich nicht regenerieren. Das heißt, das ist eine ganz gefährliche Situation. Also Leute, die jetzt im Schichtdienst sind, okay, die können ja da am Tag nachschlafen. Aber wenn man so, ich weiß auch in jungen Jahren viel unterwegs war oder so, dann kommt man in den Rhythmus nicht mehr rein. Das haben viele auch gemerkt. Nee, da ist der andere Tag läuft nicht mehr richtig, weil die Uhr nicht mehr so richtig stimmt. Ne? Ja, wobei ich jetzt auch jahrelang Mitarbeiter auch in großen Konzernen betreut habe, wenn die 3 Schichten gefahren haben, dann waren die von der körperlichen und Konstitution wirklich am schlechtesten dran. Richtig. Also die Dauernachtschichtler, die waren recht gut. Also vor allen Dingen, wenn die sich so einjustiert hatten, mit morgens um 6 noch ins Fitnessstudio, dann heim und ihren Rhythmus behalten haben. Aber kann ein Körper auf Dauer diese Regenerationsphasen, die man in der Nacht hat, überhaupt auf den Tag verlegen? Ich glaube nicht ganz. Das weil du hast auch, das sagt ja auch jeder, ich habe das früher auch mal lange Zeit, wenn ich zum Beispiel Nachtdienst dann hatte, man kann tags gar nicht so tief schlafen. Das ist der Oberfläche der Schlaf. Man hört gleich, wenn was klingelt oder so, was man nachts ja gar nicht so mitbekommt. Ja. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass man diese Zeiten einhält. Also 2-3 Uhr kann man nur sagen, wer da nachts wach wird, sollte vielleicht doch mal überlegen, ob da nicht irgendwas mit der Leber nicht in Ordnung ist. Ne? Wie würdest du dann vorgehen? Weil ich habe das sehr viel in den Seminaren, wenn ich gefragt habe, wer wacht 2-3 auf, dann würde ich schon sagen, ein Drittel hat in der Regel gestreckt. Ja, da muss man gucken, wenn man jetzt 2-3 Uhr nachts wach wird, kann man ja naturerkundlich mal was machen. Man kann jetzt gucken, ist man leicht erschöpft, dann ist die Leber auch erschöpft. Das heißt, die muss ja dann mehr leisten. Oder ist sie überfordert? Es gibt 2 Möglichkeiten. Also wir haben also einmal Löwenzahn, das ist, kann man sich ganz merken. L, das ist, wenn die Leber Leistung bringen sollte, das heißt, wenn sie erschöpft ist. Und das zweite Mittel ist ja dann Taraxacum, Mariendistel, die ist dann, wenn die Leber sozusagen am Boden liegt, wenn man die wieder aufbauen will. Mhm. Aber die Leistungsfähigkeit ist im Löwenzahn, kann man sich gut merken. Und das ist auch in den Jahreszeiten so, das ist auch ein bisschen vergessen. Man macht eigentlich im Frühjahr, wenn man jetzt Tee trinkt, auch Tee, muss man sagen, ist eine Droge und sollte grundsätzlich nur in Intervallen getrunken werden. Man sollte nicht laufend den gleichen Tee trinken oder so und dann wechseln. Heute ist ja so, die Leute trinken morgens den Tee, mittags den Tee. Im Grunde macht man im Frühjahr dann mal eine Kur mit Ringelblume, das entgiftet den Körper sehr stark. Und wenn man die Leber unterstützen will, dann macht man Löwenzahn mal so 4 Wochen. Und im Herbst, wenn das Sonnenlicht zurückgeht, dann nimmt man gespeicherte Sonne, das Johanniskraut. Mhm. So kann man solche Kuren machen. Und wenn man natürlich was am Magen hat, dann kann man auch Kamillentee trinken. Nur man sollte nicht ständig trinken, weil damit schädigt man auch die Organe. Mhm. Also der Tee ist nicht so ungefährlich. Wenn es ein guter Tee ist, sag mal, ich würde heute auch sehen, dass man biologische Ware nimmt, weil die Schadstoffbelastung ist in der Natur unheimlich stark in der Richtung. Ne? Und dann geht es so weiter. Von 3 Uhr, 4 Uhr kann man sagen, 4 Uhr ist die Zeit, wo die Niere
die niedrigste Filterfunktion hat. Und das ist auch ein Zeitpunkt, das muss man sich daran denken, wenn man abends spät noch Kohlenhydrate zunimmt oder wie oft in den Gegenden, wo viel Wein getrunken wird, das sind ja Kohlenhydrate, dann kann es sein, dass sich dann Grieß bildet und dass man dadurch auch Nierensteine bekommt. Mhm. Also das muss man in diese Richtung. Und 5 Uhr ist dann die Zeit für die Leute, die mit Asthma zu tun haben. 5 Uhr fährt der Körper langsam wieder hoch. Das heißt, für jemand, der kerngesund ist, der merkt das ja gar nicht. Aber jemand, der Asthma zum Beispiel hat, der hat ja schon eine leichte Entzündung der Gefäße, also der Bronchien. Mhm. Und wenn die Bronchien sich dann noch etwas zusammenziehen, dann kriegt der Atemnot. Deshalb müsste der grundsätzlich, das wissen viele Asthmatiker auch, dass sie ein Medikament nehmen, was vielleicht eine Depotwirkung hat, dass es genau um diese Uhrzeit diesen Spasmus nicht, dass der nicht entstehen kann. Das ist also eine ganz gute Sache. Also wenn man morgens 5 Uhr Atemnot hat, dann kann man davon ausgehen, dass was mit dem Bronchien nicht in Ordnung ist. Hm? Und wann sind so diese Dünndarm-Dickdarm-Geschichten? Das kommt jetzt da später noch. Ah ja, also okay. Wir sind dann mal bei 5 Uhr. Und bei 6 Uhr ist es so, da ist sozusagen, fährt der Körper wieder alles hoch. Das ist so unsere Stufe, wo die Hormone hochgefahren werden, alles wird wieder aktiviert. Und das ist eigentlich auch ein guter, aber auch ein gefährlicher Zeitpunkt. Mhm. Weil um diese Uhrzeit sterben sehr viele Leute, also die schwer krank sind, weil dieser Schub, der Adrenalin und alles, was im Körper ist, schaffen die das oft nicht mehr. Deshalb, wenn man oft hört, der ist gegen morgen verstorben, das hängt damit zusammen, dass dieser Schwerkranke diesen Energieschub nicht geschafft hat. Aber für die anderen, die jetzt nicht in dieser Phase sind, für die ist das eben sozusagen, wo der Körper wieder richtig losgeht. Und dann haben wir natürlich 7 Uhr ist die Zeit, auch interessant eigentlich, 7, 8 Uhr, wo die Sexualität am stärksten eigentlich ist. Das hängt damit zusammen, der Testosteronspiegel des Mannes ist sehr hoch, diese Zeit. Nur meistens klappt das ja vielleicht mit dem Sex um die Uhrzeit nicht so gut, aber ist eigentlich der Zeitpunkt dafür. Das hängt aber wieder von der Natur wieder anders aus. Die Natur hat sich das also nicht dafür gedacht, sondern wenn früher sind die Leute zur Jagd gegangen. Und wenn die morgens zur Jagd gegangen sind, dann muss der Adrenalinspiegel sehr hoch sein. Ich meine, wenn da so ein Löwe oder vor dir steht oder so, dann muss man schon ganz schöne Energien haben. Und deshalb hat die Natur das wohl so angelegt, dass der Testosteronspiegel bei dem Mann morgens so hoch ist. Ne? Und dann kann man sagen, 8 Uhr ist dann die Zeit, wo die Thrombozyten, das sind die Blutplättchen, stark verklebt sind. Hat auch was mit der Uhrzeit wohl zu tun, weil wenn jemand jetzt so auf der Yacht war und er hat sich verletzt, damit er nicht so schnell verblutet ist, das heißt, die Wunden haben sich schneller geschlossen. Mhm. Für uns ist es natürlich jetzt, für die modernen Menschen, ist es natürlich auch eine Gefahrensituation. Einmal Leute, die mit Herzproblemen haben, da kann es leicht zu Thrombosen auch kommen. Mhm. Und gleichzeitig für Raucher ist es ganz wichtig, weil Raucher haben ja schon, dass die Gefäße sich verengen. Und wenn jetzt noch die Blutplättchen verkleben, dann kann es natürlich auch Probleme geben. Mhm. Also das ist, sollte man gerade die Leute, die mit Herzen oder solche oder Gefäßsachen haben, denen sollte man auf jeden Fall nicht empfehlen, morgens die erste Zigarette so zu rauchen. Das wäre schon eine wichtige Sache. Aber naja, okay, das muss der Raucher natürlich selbst wissen. Ne? Und dann ist es so, 9 Uhr ist da, wo der Körper hat ja auch ein eigenes Cortisol, das ist ein Hormon. Da ist das Cortisol des eigenen Körpers am höchsten. Und das ist natürlich eine kritische Situation, weil da können wir leicht Infekte bekommen. Weil das Immunsystem ist ja total bedämpft, das heißt, das Cortisol ist sehr hoch. Und das führt auch dazu, das kann man ja auch selbst testen, dass man morgens viel schneller friert als spät nachmittags oder so. Auch wenn er unter der Dusche kalt Wasser, kann man mal ausprobieren. Wir merken, also man hat ein ganz anderes Gefühl dafür. Das hängt damit zusammen. Und deshalb kann man sich auch leicht morgens eine Grippe oder solche holen, wenn man jetzt irgendwie Zug hat oder so, ist viel anders als abends. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, durch den hohen Cortisolspiegel wird man natürlich schneller betrunken. Das heißt, die Leute, die zum Frühschoppen gehen, die brauchen nur die Hälfte trinken, was sie abends trinken würden. Also sparen natürlich, aber die natürlich schneller betrunken ist. Also nicht so ideal. Okay. Und dann kann man sagen, es geht dann weiter so um 10 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr. Das ist da, wo das Kurzzeitgedächtnis die höchste Aktivität hat. Das ist eine ganz tolle Zeit. Also es wäre jetzt schlecht, wenn ich jetzt im Büro arbeite und ich müsste vielleicht einen interessanten Brief schreiben, dass ich dann Akten sortiere. Das wäre die schlechteste Zeit. Im Grunde genommen soll ich die Zeit nutzen zwischen 10 und 11 Uhr, weil diese Hochleistung, die wir dann an dem Tag haben, kommt den ganzen Tag nicht wieder. Sagen auch viele Leute, die sagen, morgens bin ich so richtig drauf und nachmittags sieht es wie anders aus. Mhm. Und das ist dieser innere Rhythmus, die Uhr, die läuft immer gleich. Auch wenn wir natürlich uns anders verhalten. Das wissen wir ja vom Alkohol auch, dass der Alkohol immer gleich 0,1 Promille abgebaut wird. Egal, ob du tanzen gehst, ob du Sport treibst oder du schläfst.
Echt? Ja, ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil oft ist ja so, bei uns zum Beispiel im Rheinland, die feiern dann Karneval, die haben, kommen dann mit 2 Promille abends nach Hause, lassen sich mit dem Taxi nach Hause fahren, aber morgens um 7 Uhr wollen sie zur Arbeit fahren. Und da du nur 1 Promille abbaust, 0,1 Promille, bist du natürlich noch im tollen Bereich. Wenn du dann morgens in die Kontrolle kommst, dann sag ich, ja, ich hab doch nur gestern Abend was getrunken. Mhm. Also muss man auch aufpassen. Gar nicht so einfach mit dem Alkohol dann. Das ist so abgebaut. Und das ist egal, ob du könntest auch die ganze Nacht durchfallen. Das passiert nicht mehr. Das heißt, kann man sich ungefähr ausrechnen, wenn man jetzt so ein Promillemesser hat, kann man ja selbst testen, dann sieht man ja auch, da braucht der Körper so eine Zeit dafür. Ne? Also 10, 11 Uhr kann man nur sagen, auch das wäre interessant für die Schüler, dass man da natürlich Klausuren schreibt. Und das ist interessant, wenn man heute mal schaut, bei uns jedenfalls, dass viele Klausuren, wenn man zum Beispiel so Leistungsprüfungen macht, die macht man mittags. Und da sind die Leute total unten. Das heißt, nur die Elite wird funktionieren. Und die anderen, die so mittelmäßig sind, die werden dann schlechter abschneiden. Mhm. Trotzdem sie vielleicht das gleiche wissen. Aber, also das heißt, die Energie des Körpers ist da am stärksten. Zwischen 10 und 11 Uhr. Mhm. Ne? Also Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, auch wenn ich was lernen will oder so, kann ich das gut aufnehmen. Also müsste der Lehrer in der Schule da den Punkt setzen, wo er den Kindern am besten was beibringt, dass sie das auch richtig übernehmen können. Weil wir haben noch einmal nachmittags eine Phase, das kommen wir gleich noch mal zu, da ist das Langzeitgedächtnis wieder aktiv. Das heißt, der Körper hat genaue Rhythmen für uns. Ne? Und da war jetzt 12 Uhr, da geht sozusagen alles wieder runter, fährt so ein bisschen runter, ist auf die Mittagspause auch. Mhm. Da ist auch die Herzfrequenz geht runter. Und ab 13 Uhr kann man sagen, ist eigentlich das Richtige fürs Mittagessen. Das heißt, die Verdauungsorgane sind aktiv. Das heißt, damit können wir am besten die Nahrung aufnehmen. Und es gibt ja viele Leute, die mittags gar nichts essen. Das muss man natürlich überlegen, aber ideal ist es dafür. Natürlich beim Essen muss man auch wieder sagen, wenn ich heute sehe, so in den Städten, dass die Leute dann so in einer Imbissstube was essen und gleich wieder weiterlaufen und wundern sich, dass sie dann zunehmen, weil der Organismus ist ja wird durcheinander gebracht, wenn man nicht diese Pause dazu hat. Wenn ich das im Gehen esse, dann sagt der Organismus so innerlich, Menschenskinder, ist irgendwie eine Alarmfunktion, also kümmere ich mich gar nicht darum. Und dann baue ich natürlich Fett an. So funktioniert das eigentlich auch. Die Ernährung und die Bewegung spielt schon eine große Rolle dabei. Mhm. Also 13 Uhr kann man sagen. Und 14 Uhr ist es auch so. Dann ist so die Mittagszeit, wo man sich so ein bisschen ausruhen sollte. Und da gibt es die sogenannte Schlüsseltechnik. Weißt du, ob du das kennst? Ja. Ne, genau, man hält die so in der Hand. Und wenn der Schlüssel aus der Hand fällt, dann weißt du, jetzt kommt die echte Entspannung, würde ich sagen. Dann muss ich wieder fit sein. Weil wenn man die Zeit nicht wieder wach wird, dann hat man auch den Rhythmus verloren. Das ist ja, wo man sagt, man kommt gar nicht wieder in die Gänge bei uns, sagt man. Ne? Das hängt damit zusammen. Also der Organismus merkt dann auf einmal, okay, jetzt kann ich ja weiter schlafen. Ne? Aber das wäre ja nicht der Sinn der Sache. Ne? Also die Schlüsseltechnik finde ich schon mal ganz gut. Früher lasen die Leute immer dann da. Und wenn er dann runterfiel, dann ne, ist man so. Oder man hat manchmal eine Schallplatte früher noch gespielt und hat dann gesagt, wenn die vorbei ist, so 15 Minuten, dann knackt das ja so ein bisschen und dann wird man wach. Ne? Ja, und 14 Uhr ist dann auch ein sehr guter Zeitpunkt, wenn man mit zum Zahnarzt geht für Zahnschmerzen, weil das Cortisol bedämpft das Ganze noch und dadurch sind die Schmerzen nicht so stark. Mhm. Ne? Und 15 bis 17 Uhr ist die Zeit, wo das Langzeitgedächtnis wieder aktiv ist. Also da ist zum Beispiel, wenn ich sag mal jetzt, wäre jetzt in der Fahrschule und ich mache dann gerade eine Stunde und ich würde dann einen Fehler machen, den werde ich nicht wieder vergessen. Mhm. Ne? Auch eine Möglichkeit natürlich für Schüler. Das heißt, wenn ich was lernen will, dass ich dann um diese Uhrzeit alles nochmal wiederhole. Ne? Weil beim Wiederholen muss man auch denken, wenn man mit Lerntechnik beschäftigt, 80% des, was man an einem Tag gelernt hat, hat man am anderen Tag vergessen. Also man sollte eigentlich, wenn man lernt, sollte man nach 24 Stunden das wiederholen und dann nach 8 Tagen und dann nach 8 Wochen, so kann man das, also dann kriegt man das rein. Man muss ungefähr, man sagt heute, bis 8 Mal braucht man, um dass es richtig im Bewusstsein verankert ist, dass wir das reingetan haben. Und gerade muss ich da vielleicht noch aufs Lernen hinzukommen. Was in Deutschland gibt, den Professor Spitzer, vielleicht dachte er das vielleicht auch was, der ja wirklich ganz klar gesagt hat, dass wir heute mit dem Computer arbeiten, dass unser Sichtfeld total verändert ist. Mhm. Und man kann es ja gut testen, indem man nur mit dem Finger weit weggeht und sieht, wie lange man den Finger sieht. Und ich habe gerade bei einigen Leuten, die mit dem Computer
sehr viel arbeiten, die können manchmal nur noch hier den Finger sehen. Also das heißt, denen kann man nur empfehlen, dass sie draußen hier, wie hier bei euch, so in einem schönen, am Bodensee schön spazieren geht und diesen Weitblick immer hat. Der ist also ganz wichtig dazu. Das wird alles heute vernachlässigt. Und wenn ich dann sehe, dass die kleinen Kinder schon mit diesen Touch gehen, weil Spitzer sagt ganz klar, wenn die Leute mit dem Finger darauf, die Kinder, dann funktioniert das nicht. Die haben durch den Kurzsicht, wird das Auge später nicht mehr weit sehen können. Also, und das wird immer schlimmer, habe ich jetzt gesehen. Ja, das sind ja die ganzen Erkenntnisse, die er, ich war bei ihm auch auf einem Vortrag vor vielen Jahren und eigentlich müsste ich dann echt die Schule kernsanieren. Ja, das Interessante ist natürlich, dass in Südkorea, also die schon weiter sind, dass da alles genau umgekehrt. Hier, wir fangen jetzt mit Tablet an, die haben wieder Tablet abgeschafft. Mhm. Die haben zum Beispiel bei den Kinderhandys, die sind blockiert, die können nur so und so viele Stunden gucken. Ansonsten müssen die Eltern das freischalten. Aber ich verstehe nicht, dass wir nicht aus den Fehlern lernen, dass wir dann auch wieder alles mitmachen müssen, ne? Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, genau, auf jeden Fall. Mit der kognitiven Dissonanz. Gut, also dann ist vielleicht interessant auch für Frauen oder überhaupt für die Haut. Also die beste Zeit für die Regeneration der Haut ist von 17 Uhr, also von 5 Uhr bis 2 Uhr nachts. Also wenn du eine gute Creme auftragen solltest, wäre das ideal. Oder eine Wunde hast oder so, hast du den Heilungsprozess viel stärker. Oder als wenn zur Kosmetikerin gehen dann? Ja, wäre ganz gut. Oder selbst Creme nehmen oder so. Ne? Also jedenfalls, wenn du was gut für die Haut machen willst, ist es die ideale Zeit dafür. Also nachmittags und nicht, wenn man morgens sich schminkt, okay. Aber für die Haut, um zu regenerieren, ist es eine super Zeit. Und dann haben wir natürlich auch 17 Uhr ist 5 Uhr Tee. Das hat damit auch zu tun, weil dann auch die Organe noch aktiv sind. Mhm. Und wenn man in südlichen Ländern fährt, dann essen die meistens erst seit Mittag um 16, 17 Uhr. Das ist also auch eine gute Zeit, weil die Bauchspeicheldrüse dann aktiv ist. Und die Bauchspeicheldrüse hat was mit Zucker zu tun. Und deshalb essen wir gerne Kuchen zu der Zeit. Der 5-Uhr-Tee, da gehört immer ein Stückchen Kuchen zu. Ne? Also die Natur hat das schon wunderbar geregelt. Und 18 Uhr, da ist es schon wieder... Da geht es schon wieder auf den Feierabend dazu. Das heißt, auch der Organismus fährt runter. Und das führt natürlich dazu, dass wir nicht mehr so aufnahmefähig ist. Und muss man interessant, zwischen 19 Uhr oder so, dann sind 20 sind die Nachrichten. Also die Leute nehmen das gar nicht mehr so richtig wahr. Das ist, glaube ich, die schlechteste Zeit eigentlich, um Informationen aufzunehmen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber Nachrichten heißt ja, man soll sich dann nachrichten, was dann kommt auf jeden Fall. Das kommt dann direkt nach dem Unterricht. Nach dem Unterricht kommt das auf jeden Fall dazu. Ne? Ja, und dann ist auch wichtig, dass bei kleinen Kindern ganz wichtig, dass die brauchen, also dass sie nicht zu spät auch ins Bett gehen, weil dadurch in ungefähr nach 2 Stunden, wenn die eingeschlafen sind, dann aktivieren sich die Wachstumshormone. Also Wachsen des Kindes ist ganz wichtig für die Hypophysen, also die Knochen sozusagen, Hypophysenknochen. Das heißt, wenn die früher ins Bett gehen, so 19 Uhr, und dann wären es 21 Uhr, dann kann der Körper diese Wachstumshormone aktivieren. Und das passiert mehrmals in der Nacht auf jeden Fall. Das ist schon ganz wichtig, dass Kinder, kleine Kinder nicht manchmal bis 11 oder 12 am Fernseher sitzen. Bei manchen Leuten passiert das ja. Ne? Also für die Entwicklung des Kindes ist ganz wichtig. Und aufs Fernsehen ist natürlich auch schlecht, weil es ja nur eindimensional ist. Das Kind muss ja diese Dimension erkennen. Deshalb sieht man, die Kinder greifen ja alles, weil sie müssen ja, sie werden ja im Anfang, wenn sie geboren werden, immer nur eine Dimension. Sie müssen erstmal erkennen, dass es mehrere Dimensionen gibt. Ne? Und dann kann man sagen, so 21 Uhr, dann fangen an die Endorphine, das sind unsere schmerzstillenden Hormone, die gehen langsam zurück. Das heißt... Ja, dann fangen die Schmerzen an. Genau, dann fangen die Schmerzen an. Und deshalb muss man dann natürlich, wenn man Schmerzen hat, dass man vorher Mittel einnimmt, dass man diese Phase sehr gut überstehen kann. Oder man weiß ja selbst manchmal, dass man auf einmal ganz schwere Zahnschmerzen kriegt. Um 11 oder um 12 geht das dann los. Mhm. Und ein Freund von mir, der ist Zahnarzt, der sagt dann, wenn er Notdienst hat, dann kommen die Leute um 1 Uhr und sagen, oh, wahnsinnige Schmerzen. Und das hängt damit zusammen, weil diese Schmerzen, Endorphine alle abgeschaltet haben. Und ab dann kann man auch sagen, das kennt man ja von der Schwangerschaft auch, dass dann auch die ab nachts gehen die Venen wieder, die Hormone für die Venen, also die aktiv. Mhm. Und deshalb sind ja oft die Geburten, also gegen frühen Morgen oder so. Das hängt auch mit der zusammen, wo der Körper, man sagt ja, der eine verabschiedet sich, wie wir vorhin gesagt haben, um 6 Uhr und das neue Leben kommt wieder. Also dieser Intervall ist also schon interessant. Ne? Mhm. Und vielleicht noch ganz interessant dazu, dass... die in der Schwangerschaft, wenn die nicht künstlich eingeleitet wird, dann funktionieren die Systeme. Natürlich, wenn wir alles immer versuchen, da reinzupacken, dann ist der Rhythmus nicht mehr gegeben. Das sehen wir auch an Medikamenten oder so. Die Medikamente sind natürlich wichtig, aber man muss immer daran denken, dass viele Medikamente, gerade schulmedizinisch, eben sehr viel Nierenleistung kosten. Und wenn die Niere natürlich, muss man davon ausgehen,
eben stark belastet ist, sag mal, um 70 rum hat man ungefähr nur, man sagt 40% Nierenleistung. Und wenn ich jetzt noch ein Medikament dazu nehme, was mir dann noch die Nierenleistung wegnimmt, dann schaltet sich die dritte Niere ein. Und was sind das? Dicke Füße. Das heißt, die Wasseransammlung, das ist der Urin, wird dann abgelagert. Mhm. Und dann nehme ich eine Wassertablette und dadurch habe ich wieder Schwierigkeiten, weil ich dann Elektrolyte verliere. Dann habe ich wieder Probleme, Herzrhythmusstörungen, so baut sich das dann diese Sachen auf. Also man muss gucken, dass man so versucht, eben naturerkundlich das in den Griff zu kriegen. Das halte ich für sehr wichtig. Ne? Super. Ne? Ja, das war jetzt mal ein richtiger, spannender Überblick in diese ganzen Abläufe. Und ich bedanke mich sehr, dass du heute da warst und freue mich, wenn wir noch weitere Interviews gemeinsam machen werden in Zukunft. Ja, würde ich mich auch freuen. Ja, super. Ja, vielen Dank. Ne? Vielen Dank, lieber Karl-Heinz. Ja, danke. Bis bald. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, ein wunderschöner Rundumblick in unsere Biologie. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges an Tipps und Tricks mitnehmen und bedanke mich fürs Zuschauen. Wundervolle Zeit und bis bald.